Mein Name ist Bernd Fischer, aber in Kanzmann kennt mich jeder nur unter Fisch. Also Fisch, wie ich am Sautrunkrennen? Na, ich bin Fischer und heißt Fischer, deswegen habe ich halt irgendwann mal den Namen, Spitznamen Fisch gekriegt. Und wie ist das damals vor 25 Jahren zu dem Sautrunkrennen gekommen? Ja, da waren wir in so einer illustren Runde, Kerberbaumversammlung im Gasthof Schmidt gesessen. Das ist da hinten der Bohler. Und der Thomas Schmidt und der Erich Kobatsch, damals hier Oberkörper, und ich als Zweiter. Wir haben dann irgendwann gesagt, ja, jetzt könnten wir mal mit so einem Sautroch über die Rednitz fahren. Das wäre vielleicht der Fez. Ne? Und das haben wir dann auch gemacht. Anfangs mit einem hölzernen Troch, der nicht eingeweicht war, sind wir halt genau 3 Meter weit gekommen. Und dann sind wir gnadenlos abgesoffen, wie halt die meisten Sportkameraden, die das hier auch machen. Ja, und dann haben wir uns überlegt, das könnten wir mal als Veranstaltungen durchführt. Aber noch keine Partnerin? Nee, das ist damals die Premiere gewesen. Die Rednitz hat damals noch nicht so viel Wasser geführt. Manchmal hat es Niedrigwasser gehabt, manchmal Hochwasser. Und da im August ist halt prädestiniert. Da war es auch noch warm und da konnte man halt drüber fahren. Ganz am Anfang hat man noch einen Sägbock und einen Hammer mit einem Hackstock, wo man einen Nageln haben müssen und einen einzelnen Trog zurücktragen. Und jetzt hat man das halt ein bisschen mehr optimiert, dass 2 Teams gegeneinander fahren und naja. Also so lange glaube ich nicht. Es gibt drüben in Wotzeldorf ein Fischerstechen, ähnliches, aber ansonsten ist mir so nichts bekannt. Beide sind noch im Trog. Der Zustrom war von Anfang an super und wir haben auch immer Glück mit dem Wetter gehabt. Und es gab schon Jahre, da mussten wir da oben die Brücke einspurig regeln mit der Polizei und mit der Stadt, weil so viele Leute da waren. Also Zuspruch ist immer da. Wenn in Katzenwagen was los ist, dann kommen die Leute schon. Manchmal mit so Prominente wie dem Pfarrer Batzdorf von der katholischen Kirche, das ist auch so ein fetter Kerl wie ich. Wir sind alle beide gnadenlos untergegangen, aber ansonsten schaue ich, dass ich meistens im Hintergrund stehe. Ja, gegen die Strömung anfahren und dann leicht abdriften lassen, dass man zur Glocke kommt und nicht viel Wasser in den Trog schöpfen. Und natürlich, das Gewicht des Fahrers sollte natürlich entsprechend gut sein. Also so Leute wie ich brauchen jetzt da nicht mit vorne. Aber wichtig ist, dass man eine schöne Balance hält, dass man in der Mitte sitzt und...